Der Oberliga-Neuling aus Mahlsdorf zu Gast beim Tabellenführer Hertha 03 Zehlendorf. Das ist die Ausgangslage an diesem vierten Spieltag im Berliner Westen. Und die Gastgeber richtig gut reingekommen in die neue Saison. Man wartet nach drei Spieltagen noch auf das erste Liga-Gegentor und grüßt vom Platz an der Sonne. Die interessante Personalie sitzt allerdings auf der Gästebank. Coach Simon Rösner, im vergangenen Jahr noch Trainer der Hertha gewesen, soll dieses Jahr dem Aufsteiger zum Klassenerhalt verhelfen. Rein in die Partie bei nasskaltem Berliner Schmuddelwetter brauchten beide Teams so ein bisschen, um sich zu akklimatisieren. Gut 20 Minuten rum, dann die erste Freistoßsituation für die Gastgeber. Der lange Ball findet den Kopf von Stüwe und über Umwege dann der erste Warnschuss von Arthur Langhammer. Aktaş im Gästekasten muss noch nicht eingreifen. Neuzugang Arthur Langhammer kam im Sommer vom Berliner SC. Zehlendorf in den ersten 45 Minuten das bessere Team, ohne allerdings das ganz große Chancenfeuerwerk abzufeuern. Auch weil Mahlsdorf defensiv gut stand. Kurz vor der Pause nochmal der Abschluss von Ernst. Aktaş auf dem Posten und auch der Nachschuss findet nicht den Weg ins Tor. Und somit blieb es nach 45 Minuten in einer ereignisarmen ersten Halbzeit beim Torlosen unentschieden. Gastgebercoach Fabian Gerz blickte auch nicht ganz so zufrieden rein. Das Wetter tat sein Übriges. Es gab Regen en masse in Berlin, doch mit Toren wurde bis dato noch gegeizt. Und rein wettertechnisch wurde es auch in den zweiten 45 Minuten erstmal nicht besser. Die Hertha blieb trotzdem am Drücker. Das ist wieder Zulu Ernst. Die erste Bewegung ist richtig gut und dann fehlt nicht viel zum zweiten Saisontor. Ernst in der Jugend von Union Berlin ausgebildet, schnupperte am Führungstreffer für die Hertha und nach einer knappen Stunde zeigte sich dann auch mal der Gast aus Mahlsdorf offensiv aktiv. Der Freistoß aus dem Halbfeld findet den Kopf von Peter Stöger. Mahlsdorf mit der Möglichkeit, den Spielverlauf komplett auf den Kopf zu stellen. Und auf der Gegenseite lief dem Tabellenführer langsam aber sicher die Zeit davon. Bis dahin in jedem Ligaspiel mindestens dreimal genetzt. Heute wartete man lange auf den ersten Torerfolg. Kortu mit dem Abschluss. Dann geht die Fahne hoch gegen Zulu Ernst im Nachsetzen. Der Tabellenführer machte vieles richtig. Es fehlte einzig und allein der Torerfolg. Und Mahlsdorf zitterte sich dem Schlusspfiff entgegen. Rein geht's in die Schlussphase. Man traf sich zuletzt vor 7 Jahren in einem Pflichtspiel in der Berlin-Liga. Das Endergebnis damals 0:0. Die Hertha hatte heute was dagegen, der eingewechselte Dennis Cetlak. Und wieder ist Aktaş der Sieger. Der 21-Jährige hält nicht nur die Null, sondern auch den Oberliga-Aufsteiger fürs Erste im Spiel. 85. Minute, vielleicht ja mal eine Standardsituation für Zehlendorf. Der Rebound landet bei Dennis Cetlak und dann ist eine Hand im Spiel und zwar nicht die von Aktaş. Schiedsrichter Toni Bauer legt sich sofort fest, es gibt keine Proteste. Und der Schuldige ist mit Alexander Möller dann auch schnell gefunden. Es gibt den Platzverweis gegen Eintracht Mahlsdorf. Die richtige Entscheidung, wie wir in der Wiederholung gleich nochmal sehen werden. Cetlak hat nach der Ecke natürlich zu viel Platz. Der Abschluss ist gut und dann ist es der Ellenbogen bzw. der Unterarm von Möller, der den Einschlag verhindert. Robert Schröder kann gar nicht hinschauen, die Möglichkeit nach 87 Minuten aus 11 Metern auf 1:0 zu stellen. Das ist Chefsache. Lenny Stein verzögert und trifft. Lange, lange hat's gedauert. Die Hertha ist wieder Tabellenführer. Und unterm Strich geht dieser Führungstreffer natürlich in Ordnung. Saisontor Nummer 4 für Lenny Stein. Am vergangenen Mittwoch doppelt getroffen gegen Stern beim 4:0 Auswärtserfolg. Aber der hier ist noch wichtiger. Und bitter natürlich aus der Sicht von Simon Rösner. Sein Team hat lange, lange gut mitgehalten. Und sich am Ende so ein bisschen selbst um den verdienten Lohn gebracht. Zehlendorf jetzt natürlich mit der Führung im Rücken und einem Mann mehr klar her im eigenen Haus. 89. Minute, das ist nochmal Dennis Cetlak und das lange Bein von Köster verhindert den erneuten Einschlag. Dennis Cetlak, ein belebender Faktor im Offensivspiel der Hertha nach seiner Einwechslung. Die anschließende Ecke und dann ist es Luis Nathan Stüwe, der den Ball zum 2:0 einwuchtet. Deckel drauf, die Entscheidung für den Tabellenführer, die Hertha grüßt auch weiterhin vom Platz an der Sonne. Das erste Saisontor für Stüwe, der 28-Jährige in seiner dritten Saison für Hertha 03 Zehlendorf und markiert hiermit auch gleichzeitig den Schlusspunkt auf dieser Partie. Mahlsdorf war lange, lange drin in der Verlosung, dann ist es das Handspiel von Möller, der die Geschichte zum Kippen bringt und trotzdem findet Simon Rösner auf seiner Seite lobende Worte für seine Jungs.
Ja, Gefühlslage ist nach jeder Niederlage natürlich nicht sonderlich gut, aber ich denke, dass was bis zum Elfmeter, der in meinen Augen auch ganz klar ist, ja, den müssen wir nicht wegreden, für unsere Verhältnisse oder für das, was wir heute vorgenommen haben, wirklich gut gemacht haben. Und ich glaube auch, dass wenn der Elfmeter nicht fällt oder wenn der Elfmeter nicht kommt, dass hier kein Tor mehr fällt heute. Ne? Dass wir hier mindestens mit einem Punkt nach Hause gehen. Ich denke, ja, es war eher so ein 0-0-Spiel. Oder wenn einer gewinnt, dann wir, fand ich. Wir waren schon im gesamten Spiel, im gesamten 90 Minuten betrachtet, schon die bessere Mannschaft. Ohne jetzt komplettes Spiel alles zu überragen, sage ich mal. Aber wenn einer gewinnt heute, dann wir. Und zum Glück haben wir es am Ende nochmal geschafft. Ein klassisches Unentschieden-Spiel, wo am Ende trotzdem irgendwie ein verdienter Sieger hervorgeht. Fabian Gerz fasst die vergangenen 90 Minuten nochmal perfekt zusammen. Und auf der Gegenseite darf der Gast aus Malsdorf dann kommenden Sonntag gegen Starken wieder in der Oberliga um Punkte kämpfen.